nicht bald fertig ist. Dann kannst du was erleben. Wo willst du hin? Das weiß ich noch nicht. Sie wissen, Al, wenn irgendetwas ist, Sie können jederzeit zu mir kommen. Ich weiß. Danke. Pamela Bär. Die Blume ist für Caroline Bär. Was bin ich ja? Von dem da draußen. Lass mich, du Giftzwerg! Galle, lass sie in Ruhe! David! Hör auf! Komm, wir bringen sie in die Praxis. Ich habe alle Blutbanken antelefoniert. Nichts. Kein B-Negativ. Ich frage alle hier im Hof. Irgendjemand muss doch Evas Blutgruppe haben. Hat vielleicht einer von euch B-Negativ? Schaut bitte nach, jede Sekunde zählt. B-Negativ? Nützt das was? Sie dürfen mir nicht das falsche Blut geben! Sie haben mir gesagt, dass Sie warten. Die Stunde war noch nicht vorbei, Fritz! I have a dream. And I feel we have the power to believe. See what will be. Send a message from your heart. We will never be apart. Come together, friends forever. Together we are strong, and the party's going on. Come together, friends forever. And when we fight, we're sometimes right and sometimes wrong. But we all will be united, come together. Ich habe jemanden gefunden. Dave hat B-Negativ. Sie müssen ihr nicht das falsche Blut geben. Fritz. Muss die Transfusion nicht im Krankenhaus gemacht werden? Genau. Das dachte ich auch. Und warum ist sie hier? Daran kann sie doch sterben. Beruhig dich, Fritz. Das dürfen Sie nicht! Hör zu! Wir haben die richtige Blutgruppe gefunden. Was? Frag mich nicht, wie er es gemacht hat, aber Herr Mattes hat eine Blutkonserve B-Negativ aufgetrieben. Wow. Das ist ja... Genau. Eva wird es bald besser gehen. Dave, das ist doch genial. Ja. Werde ich jetzt noch gebraucht? Ja, ich glaube schon, aber lassen wir die beiden erstmal allein. Jetzt wird alles wieder gut. Hi, Dad. Hi. Oh, ich meine natürlich Herr Professor. Sieht ja ganz schön nach Arbeit aus. Ja. Sag mal, warum zerknützeln unser ganzes Papier? Ach, ich muss immer noch diese Laudatio schreiben. Ein Kollege von mir an der Uni erhält den Robert-Koch-Preis. Na, du scheinst ihn aber nicht sehr zu mögen. Stimmt, mir fällt nichts ein. Hier, zur Abwechslung, das wurde gerade für dich geliefert. Sorry, ich hab's schon mal aufgemacht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du dir ein neues Outfit bestellt hast. Ach, ich hatte schon Angst, er kommt nicht mehr rechtzeitig. Ich war heute extra noch in der Stadt. Mein alter Smoking platzt aus allen Nähten. Wow. Wow. Schade, dass du den zu so einem langweiligen Anlass anziehen musst. Ein Rendezvous wäre passender. Wem sagst du das? Du hast zwar keine Rede, aber du siehst klasse aus. Wie Gary Grant im Berüchtigt. Na, ich weiß nicht, ob mich Ingrid Bergmann so nimmt. Ich habe ihn extra dagelassen, damit sie mir die Ärmel kürzen. Und nun sieh dir das an. Haben wir hier irgendwo eine Nähmaschine? Wo soll ich denn das wissen? Hey, Tamara! Hallo. Eva ist umgekippt. Sie braucht eine Bluttransfusion. Um Gottes Willen. Und wie geht's ihr jetzt? Ja, schon besser. Aber das war richtig dramatisch. Fritz hat alle Hofbewohner befragt nach ihren Blutgruppen. Mhm. Ja, und rate mal, wer Evas Blutgruppe hatte. Du? Genau, B-Negativ. Da hat sie ja Glück, dass du ihr helfen konntest. Ja, habe ich dann gar nicht. Sie haben irgendwie eine Blutkonserve aufgetrieben. Naja, auf jeden Fall meint Dr. Burkhardt, ich soll noch spenden, damit sie was für den Notfall da haben. Ja, das ist gut. Ja, natürlich. Aber ich dachte, wir wollten heute Nachmittag was zusammen machen. Ja, aber Eva geht natürlich vor.
Ja, klar. Aber schade. Ja, schade. Also ich bin dann spätestens in einer Stunde bei dir wieder im Tanzstudio. Lass dir Zeit, David. Wenn du es heute nicht schaffst, dann sehen wir uns eben morgen. Morgen? Ich dachte, du freust dich auf mich. Ja, aber so ein Notfall geht natürlich vor. Hm? Ich halte es kaum noch aus. Ich will dich küssen. Komm, beeil dich in die Praxis. Die warten doch schon alle. Ja. Das Foto von dir habe ich immer bei mir. Bis später. Ich glaube, ich weiß jetzt die Blutgruppe von jedem hier im Hof. Was würde ich nur ohne dich machen, Fritz? Na, genau dasselbe wie jetzt auch. Gesund werden. Du musst nur ganz fest daran glauben. Eva, wie geht's Ihnen? Viel besser. Gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Mattes. Ja, danke. Wie haben Sie das nur geschafft? Nicht zu danken. Transfusion mit einer falschen Blutgruppe wäre ja sehr riskant gewesen. Das konnten wir natürlich nicht zulassen. Ich hatte solche Angst, dass ich ins Krankenhaus muss. Ich musste all meine Beziehungen spielen lassen. Ja, danke, Herrn Mattes, können wir jetzt die Funktionaltherapie ganz normal fortsetzen. Und wenn sich Ihr Zustand stabilisiert hat, steht einer Transplantation nichts mehr im Weg. Ich glaube ganz fest, dass ich bald eine neue Niere bekomme. Das ist die richtige Einstellung. Frau Burkhardt, was für ein Glück, dass ich Sie treffe. Sie müssen mir helfen. Natürlich, Herr Professor. Wo brennt's denn? Ich muss heute Abend zu einer Veranstaltung und bei meinem neuen Smoking sind die Ärmel zu lang. Könnten Sie vielleicht? Ja, aber gerne. Bringen Sie das gute Stück doch einfach zu mir in die Praxis. Ich mach's dann nebenbei. Könnten Sie vielleicht zu mir kommen? Ich muss die Jacke ja zwischendurch anprobieren und ich muss an meiner Rede weiterschreiben. Ja, das geht aber leider nicht. Ich werde noch dringend in der Praxis gebraucht. In die Änderungsschneiderei schaffe ich es nicht mehr. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen. Nein, nein, die Praxis geht natürlich vor. Aber was mache ich nur? Vielleicht kann ich ja früher gehen und dann nähe ich einfach so schnell ich kann. Schon gut, danke. Ellen, Sie sind meine letzte Rettung. Ja? Ja. Sie sind gleich dran, junger Mann. Keine Eile. Ich finde das total cool, dass du für Eva Blut spendest. Mein Dad sagt immer, dass viel weniger Menschen sterben müssten, wenn alle nur etwas Blut geben würden. Hoffentlich bleibe ich auch so cool. Wieso, was hast du denn? Naja, ich weiß, es hört sich ein bisschen blöd an. Aber ich habe den totalen Horror vor Spritzen. Ach, das tut wirklich nicht weh. Weiß ich ja. Trotzdem. Als Kind habe ich mich immer versteckt, wenn ich eine Impfung kriegen sollte. Außerdem kann ich kein Blut sehen. Schon gar nicht mein eigenes. Das wird bestimmt nicht so schlimm. Moment, Geduld noch. Es ist gerade kein Raum frei. Und falls Ihnen schlecht wird, brauchen wir ja auch eine Liege für Sie. Aha. Also, wenn du willst, kann ich ja dabei sein. Ich kann dir was erzählen und dich ein bisschen ablenken. Wenn du willst. Ja, schon. Aber macht dir das nichts aus? Naja, jetzt, wo wir nicht mehr zusammen sind. Das werde ich ja wohl schaffen, wenn dir das Blut abgenommen wird. Und außerdem bist du mir immer noch total wichtig. So, Sie können das Jackett wieder ausziehen. Tut mir leid, dass ich Sie damit so überfallen habe. Die Näharbeiten macht sonst immer Caro für uns, aber sie ist nicht da. Ich helfe Ihnen doch gern. Sonst bin ich ja zu nichts nütze. Wie bitte? Nichts. Ist alles in Ordnung? Sie wirken so bedrückt. Ach, es ist nichts. Ich bin nur ein bisschen abgespannt. Ach, Elle. Wir kennen uns nun so lange. Sie wissen, dass Sie mir vertrauen können. Und wie oft habe ich Ihnen schon von meinen Sorgen erzählt? Als wir uns vorhin getroffen haben, da habe ich schon bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt.
Es geht um einen Mann. Ja. Es ist, als hätte ich all die Jahre mit einem Fremden zusammengelebt. Ich habe das Gefühl, ihn erst jetzt richtig kennenzulernen. Das muss ja nicht unbedingt das Schlechteste sein. Doch. Leider ja. Ist es wegen Thorstens Doping-Geschichte? Ja, auch. Aber das war nur der Auslöser. Dadurch habe ich Ralf in einem ganz anderen Licht gesehen und das kann ich ihm nicht vergessen. Haben Sie versucht, mit ihm zu reden? Das ist überhaupt das Schlimmste. Wir haben die größte Ehekrise und er merkt es noch nicht mal. Vielleicht hast du es geschafft. Jetzt schlaf erst mal. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Schon gut. Jetzt haben Sie mich schon zum zweiten Mal gerettet. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Eva. Ich bin Ihnen so dankbar. Durch Ihr Medikament habe ich jetzt wieder eine echte Chance auf eine neue Niere. Naja, jetzt ist es ja bald soweit. Glaube ich auch. Ich stehe bestimmt schon ganz oben auf der Warteliste. Ach, Sie wissen gar nicht, auf welchem Platz Sie genau stehen? Nein, wieso? Ich dachte, das ist geheim. Ja, ja, natürlich. Mach dir keine Sorgen. Bald bist du wieder ganz gesund. Aber jetzt musst du erst mal schlafen. Geh nicht weg, ja? Nein. Ich bleibe hier. Keine Angst. Gute Besserung. Sagen Sie mal, wann wollen Sie eigentlich endlich die Wahrheit sagen? Noch nicht. Sie denkt doch immer noch, dass sie eine Niere über die Warteliste bekommt. Sie müssen ihr endlich die Wahrheit sagen. Das kann ich jetzt nicht machen. Das würde sie viel zu sehr aufregen. Vielleicht später, wenn es ihr besser geht. Es gibt kein Vielleicht. Ich habe alles arrangiert. Wie? Was? Die Operation in Indien. Ihre Freundin kann in 2 Wochen in einem Krankenhaus in Bombay eine neue Niere bekommen. Schon in 2 Wochen? Das ist ja genial! Ja, so bin ich eben. Danke, dass Sie sich so für Eva einsetzen. Nur, es hat natürlich auch alles seinen Preis. Wir haben eine Vereinbarung, Fritz. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Ach ja, stimmt ja. Sie sind ja der Geschäftsmann. Ganz recht. 40.000 Mark. Wie verabredet. Das ist doch wirklich ein Spottpreis für das Leben Ihrer Freundin. Sie machen das alles nur wegen der Kohle, stimmt's? Na und? Von irgendwas muss ich ja auch leben. Und da wir gerade dabei sind, für die Blutkonserve fallen nochmal 2.000 an. Nächste Woche will ich die Anzahlung in bar. 22.000 Mark. Ist das klar? Kein Geld, keine Niere, keine Eva. Und Fritz, wie lautet Ihre Antwort? Ja. Und, wie geht's dir? Ist dir noch schlecht? Nee. Oder soll ich dir noch ein paar Abenteuer aus Kalifornien erzählen? Nein, ich meine nicht nötig. Gut, dass du hier warst. Ich glaube, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ich fand's auch schön. Es war fast so, als wären wir noch zusammen. Du fehlst mir. Ich denke auch noch an dich. Wirklich? Ja, sicher. Die Zeit mit dir war sehr wichtig. Für mich auch. Aber das geht nicht mehr. Weißt du, wir sind einfach zu verschieden. Oder zugleich. Ich weiß es auch nicht. Bitte, Caro, sei nicht traurig. Glaub mir,
Es tut mir leid, aber das ist besser so für uns beide. So, jetzt sind die Arme genau richtig. Sie sehen schick aus. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ich habe mich zu bedanken. Aber wofür denn? Dafür, dass Sie mir zugehört haben. Sie haben schon recht. Wenn man darüber redet, wird alles ein bisschen leichter. Die Chinesen sagen, jede Krise ist doch eine Chance. Ich werde daran denken. Ich bin jedenfalls froh, dass ich mich endlich mal revanchieren konnte. So oft, wie ich Sie mit meinen Problemen belästigt habe. Das war doch keine Belästigung. Sie wissen, dass wir das jederzeit wiederholen können. Das mit dem Smoking? Nein, ich meine, wenn Ihnen nach Reden zumute ist. Ja, ich weiß. Oh, da hat's aber einer eilig. Ja. Ich gehe schon. Frau Burkhardt. Ich muss dringend zu Ihrem Vater. Oh, da wusste ich das wohl. Da bin ich. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Oh, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Frau Klado. Frau Burkhardt. Frau Klado hat mir bereits freundlicherweise geholfen. Ach so. Ja. Schön. Na dann. Dann mache ich mal Feierabend. Wiedersehen. Oh. Können Sie für mich aufpassen? Das waren Sie doch. Das schöne Jackett. Mein Gott, ist mir das unangenehm. Lassen Sie nur. Oh nein. Dieser Smoking scheint sowieso verhext. Ich müsste dann mal gehen. Wenn alles so bleibt wie besprochen. Natürlich. Wie besprochen. Schön. Wiederschauen. Plus 1000. Ja. Was machst du denn da? Hey, wie geht's? Schon besser. Was ist das denn alles? Das sind Sparbücher und Kontoauszüge. Geld und so. Ich zähl grad, was ich hab. Und dafür brauchst du so lange? Eva, ich glaube, ich muss dir was sagen. Fritz, wenn du Geld brauchst, ich leih dir was. Nein, ich brauche kein Geld. Ich habe gerade nachgerechnet und ich habe genau 39.850 Mark. Was? Gedauert. Tut mir leid. Kein Problem. Als sie mir Blut abgenommen haben, da wurde mir schwindelig und dann musste ich mich erstmal hinlegen. Wie geht's Caro? Caro? Wie soll's dir denn gehen? Ich hab euch gesehen in der Praxis, vom Hof aus, zufällig. Ja, wir haben uns im Pinguin getroffen, als Fritz einen Spender für Eva gesucht hat. Muss sich nicht zu rechtfertigen. Naja, das hat sich halt ganz von selbst ergeben, dass sie mit in die Praxis gekommen ist. Aber für den Beistand war ich ganz dankbar. Sie liebt dich, David. Das sieht ein Blinder. Aber ich liebe sie nicht mehr. Das ist vorbei. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich hätte ihr auch fast gesagt, dass wir beide... Gut, dass du es nicht gemacht hast. Und das wäre mir beinahe rausgefallen. David. Wenn man verliebt ist, dann lässt man sich oft blenden und verliert den Blick für die Realität. Was soll denn das heißen? Weißt du, Liebe ist sowas Großes. Red dir nichts ein mit uns. Tamara! Du gehörst zu Caro. Und bevor das, was zwischen uns ist, in eine Richtung geht, die für uns beide nicht gut ist, lass uns aufhören. So ein dummes Missgeschick. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Aber bisher habe ich noch jeden Fleck wieder rausbekommen. Das ist ja die Hauptsache. Aber dass mir das ausgerechnet mit Pam passiert, das ist ja klar. Unser Verhältnis ist in letzter Zeit sehr angespannt. Ich weiß gar nicht, was sie gegen mich hat. Ach, Pam hat bestimmt nichts gegen Sie. Dabei gebe ich mir solche Mühe, damit die Mädchen mir vertrauen. Ich will doch nur helfen.
Das weiß ich doch, Frau Burkhardt. Aber ich muss mich jetzt wirklich fertig machen. Ach ja, natürlich. Geh schon. Das Ende der Rede muss ich mir wohl im Taxi überlegen. Und Sie gehen ganz alleine zu dieser Preisverleihung? Oh. Besuch. Frau Klado. Hallo, Ellen. Ich habe Frau Klado gebeten, mich zu begleiten. Vielleicht möchten Sie lieber mit Frau Burkhardt reden. Ach, versprochen ist versprochen. Frau Burkhardt wird das sicher verstehen. Ja, natürlich. Und Ihr Mann sicher auch. Keine Ahnung. Er weiß es gar nicht. Aha. Ja. Und dabei wollen wir es auch belassen, Frau Burkhardt. Dad, kann ich dich bitte einen Augenblick sprechen? Entschuldigen Sie. Einen kleinen Moment. Sag mal, das kannst du doch nicht machen. Was? Du kannst doch nicht mit dieser Hausfrau zu einer Preisverleihung gehen. Ach, kann ich nicht. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Das geht doch nicht. Du hältst die Laudatio und deine Begleiterin sieht aus wie eine Putze. Da wärst du mit Frau Burkhardt besser bedient. Meinst du? Ja. Worüber wird sich denn die Klado mit deinen Kollegen unterhalten? Über Kochrezepte oder Autoteile? Das ist doch peinlich. Ich kann nicht fassen, wie oberflächlich meine eigene Tochter über Menschen urteilt. Deine Eltern sind reich? Und das ist dir peinlich? Irgendwie schon. Hey, du bist ja ein echter Prinz. Naja. Keine Angst, ich mag dich trotzdem. Aber wieso hast du mir das denn nie erzählt? Es war mir einfach egal. Ich habe vom Job im Pinguin gelebt. Und an die Monatsüberweisung von meinen Alten musste ich nie ran. Und wieso nicht? Ich will von dir nichts haben. Das sind Oberspießer. Verstehe. Aber irgendwie bin ich jetzt doch froh, dass ich das Geld habe. Es ist sogar lebenswichtig. Was meinst du? Wir müssen nach Bombay. In 2 Wochen. Dort bekommst du eine neue Niere. In Bombay? In Indien? Dann bist du wieder ganz gesund. Und für uns beide beginnt ein neues Leben. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Herr Mattes hat schon alles organisiert. Er vermittelt Organspenden aus der dritten Welt. Was? Das hätte ich nicht von ihm gedacht. Ich erst auch nicht. Und ich weiß, dass es nicht legal ist, aber glaub mir, das ist unsere einzige Chance. Tag. Abend. Die Frau sah ja ganz entzückend aus heute Abend. Was? Meine Frau? Ja. Ich habe sie zufällig getroffen. Es war. Wo wolltest du denn hin? Ach, das wissen Sie gar nicht? Sie geht doch mit Professor Bär zu dieser Preisverleihung. Was?